Wir sind live beim 30. Generation Age Talk. Heute darf ich eine sehr liebe Kollegin von mir begrüßen, was ich auch sehr herzlich tue, weil ich sie unter anderem auch ehrlicherweise mit eingestellt habe. Und sie ist die Anna Heuer. Und Anna Heuer ist die Geschäftsführerin von dem HSMA-Verband, bei dem ich auch Mitglied und sogar ich bin sogar im Vorstand vom HSMA, stimmt ja. Und es freut mich sehr, sehr, dass wir heute Anna gewinnen konnten. Das war sehr schwer, aber nach 3 Tagen Überzeugung haben wir sie zu uns gewonnen. Herzlich willkommen, Anna Heuer, Geschäftsführerin der HSMA Deutschland. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Ganz, ganz willkommen, vielen Anna. Dank für die Einladung. Und ich kann mir Vielen vorstellen, Dank. warum es so lange gedauert hat, dass du zugesagt hast. Wenn Sef dich fragt, dann ja, würde ich auch zwei, dreimal denken. Aber wie auch immer. Schön, dass Ja. du dabei bist. Wirklich großartig, die 30. Sendung schon heute. Und wir hatten in den letzten Monaten einige Gäste und ein paar davon, die haben auch sowas Ähnliches gemacht wie du. Mitten in dieser Pandemie einen Jobwechsel gemacht und ein neues Abenteuer gestartet. Frank Marabach war einer davon und da gibt es noch ein, zwei weitere, aber du hast auch, ja, ich glaube, im zweiten Quartal angefangen und ja, schön, dass du jetzt das Ruder in der Hand hast bei der HSMA. Wie geht's dir denn? Mir geht es sehr gut, vielen Dank. Mir persönlich geht es gut. Von Corona Gott sei Dank weit und breit entfernt. Ja, und der Jobwechsel war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, kann ich sagen. Kann ich bestätigen. Macht einen guten Job. Wir müssen auch mal so sagen, Vielen wenn wir Dank. mal überlegen, wenn wir alles als Geschäftsführer der Verbände hatten bislang, das Aha. war dann mit Markus Luthe, mit Ingrid Hartges und jetzt haben wir die Anna Heuer. Also wir sind erstmal mit den wichtigsten Verbänden, glaube ich, durch. Also das war jetzt böse gemeint. Nein, das stimmt nicht. Aber wir haben drei große Verbände bei uns gehabt und das ist wichtig. Anna, du hast ja, als du angefangen hast, war ja wirklich die erste Welle und wir haben viel damals auch gesprochen. Wie hast du für dich die erste Zeit jetzt, wie sagen, seit April eben, glaube ich, ne, die ersten 5 Monate quasi, 6 Monate, nee, 6 Monate, wie hast du die für dich denn erlebt bei der HSMA? Als Berg- und Talfahrt würde ich es ganz kurz und knapp sagen. Die Zeit war sehr aufregend natürlich. Zum einen aufgrund des Jobwechsels, den Verband neu zu übernehmen, in Anführungsstrichen, mitten in der Krise war schon eine Herausforderung für mich. Vor allem, weil ich einfach gar nicht wusste, was auf mich zukommt, was ja auch allen anderen genauso ging. Was ich natürlich toll fand, ist der Zusammenhalt der Branche. Das hat man überall gespürt und wir gerade als Verband haben es extrem gespürt. Also man hat gemerkt, wie bereit die Hoteliers waren und auch die Zulieferer und die Technikanbieter und, einander zu helfen. Es sind tolle Initiativen entstanden und das hat mich total gefreut zu sehen, wie das alles passiert und wie das vonstatten geht. Ich denke, über den Sommer hinweg sind wir ganz gut weitergekommen. Das hat auch Spaß gemacht, die Arbeit. Trotz allem, ja, und jetzt sind wir gerade wieder so ein bisschen in Richtung Talfahrt. Die letzten 14 Tage waren sehr emotional, sehr aufregend aufgrund der Beherbergungsverbote. Das ist ja schon, glaube ich, das Unwort des Jahres. Und aufgrund der daraus folgenden Situation der Hoteliers und auch der Reaktion der Hoteliers, die natürlich erneut am Boden zerstört sind über Situationen wie leere Zimmer und leere Lobbys vor allem auch. Und ja, es ist kaum nachzuvollziehen, wie das alles vonstatten geht oder schon gar nicht zu planen, was als nächstes kommt. Ja, und deswegen hoffe ich, dass dieser Zusammenhalt und auch der Optimismus der Branche bestehen bleibt, dass wir da wieder rauskommen aus diesem Tal, was ich gerade persönlich empfinde. Ja, ich war vorhin in einer anderen Talkrunde, die erst in ein paar Wochen ausgestrahlt wird, aber da war Christian Rach war dabei und Cornelia Poletto und da war einer unserer Themen, dass wir uns nicht gut vereinen können. Also wir wollen alle irgendwie das Gleiche, aber trotzdem bewirken wir irgendwie bei der Politik so allgemein. Ne? Ich sage nicht HSMA, ich sage nicht DEHOGA, ich sage nicht Hotelverband, aber so die Hotellerie und Gastronomie. Wir kriegen irgendwie vielleicht nicht genug PS auf die Straße, um das zu erreichen, was vielleicht eine Lobby der Automobilbranche oder so hinbekommt.
Und dann hat man natürlich auch hier und da die schwarzen Schafe, die dann ja, sich nicht an die Regeln halten und natürlich dann in der einen oder anderen Stadt oder in dem einen oder anderen Bundesland dann auch wieder zu Sperrstunden führt. Aber was können wir da machen? Wie können wir da einfach stärker zusammenwachsen? Ist das außerhalb der Verbände? Ohne die Verbände geht es ja auch nicht. Aber was müssen wir machen? Wie können wir uns irgendwie noch stärker aufstellen in Richtung Politik vor allem? Aber darf ich da was sagen? Also, weil das ist ein ganz heikles Thema, weil viele darüber sprechen. Anna kann das besser ausführen. Der HSMA ist immer noch ein Fachverband und kein politischer Verband. Genau. Nur den trennen. Aber sorry, Anna, sorry, tut mir leid. Nein, alles gut, Sef. Wenn du was dazu sagen möchtest, sehr gerne. Denn die Frage ist aus meiner Sicht so ein bisschen rhetorisch. Wenn es die Antwort darauf gäbe, ich glaube, dann würden wir etwas anders agieren. Ich empfinde das persönlich gar nicht so. Also ich empfinde schon, dass die Branche extrem gut darin ist, gerade die Herausforderungen zu sammeln, diese entsprechend an die großen Verbände, und da rede ich natürlich von der DEHOGA und der IHA. Die beiden Verbände machen einen Wahnsinnsjob. Und natürlich, gerade in der Verbandsarbeit, das musste ich auch erst lernen jetzt. Man sieht natürlich nur die Spitze des Eisberges. Die arbeiten einfach täglich unfassbar viele Stunden daran, das entsprechend auszuarbeiten und vor allem so auszuarbeiten, dass es bei der Politik auch ankommt. Das Politische ist auch aus meiner Sicht nur eine Sache, denn in ganz vielen anderen Bereichen, und das sehen wir gerade auch im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Technik an sich, da tut sich extrem viel. Und es gibt sehr viele Verbünde und sehr viele Menschen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Wenn ich gerade alleine sehe, was an Wissen geteilt wird im Sinne von Webinaren und ähnlichen Dingen, die auch kostenfrei angeboten werden für jedermann. Das finde ich wahnsinnig toll. Und ich bin gar nicht sicher, ob es andere Branchen gibt, die auch so stark zusammenarbeiten. Ehrlich gesagt. Also, Das ist eine Zusammenarbeit, ja, absolut. Aber ne, was ich wirklich meinte, ist, dass wir, ich sag mal, noch mehr Unterstützung bekommen. Also untereinander, absolut. Sind wir füreinander da? Helfen wir einander? Aber um irgendwie, ja, schon, ob es die Gelder sind oder ob es Gesetzesänderungen oder gut, aber da widerspreche ich dir jetzt mal ein bisschen, Alex. Also, wir Ja, haben macht jetzt ja nichts. Anna hier. Aber wenn du mal siehst, was hat die Autoindustrie in den letzten Monaten erreicht? Sie hat quasi nicht so viel erreicht. Sie hat der DEHOGA oder IHA wird gehört in der Politik. Die war eine Woche, wo die Ingrid Hartges nicht jeden Tag irgendwie in irgendeiner Sendung war. Und ich glaube, das ist, und das, du weißt ja auch, was der Bosbach uns gesagt hat. Es ist Absolut. natürlich leichter, wenn du fünf große Autofirmen hast. Genau. Die Politik kann sich auf die fünf großen Autofirmen konzentrieren, anstelle dass du in der Hotellerie und Gastronomie hast du ganz andere Zahlen von Mitarbeitern, ne? Also wir haben 220.000 Betriebe, 2,4 Millionen Angestellte plus minus und einen Jahresumsatz von 90 Milliarden Euro. Aber ich denke, das ist auch. Die HSMA hat, und das sollten wir vielleicht mal so gucken, IHA und die DEHOGA machen wirklich ihren Job. Die Yes. haben eine Mission. Und ich glaube, die Anna Heuer hat eine andere Mission. Die Anna Heuer hat, und da frage ich, was hast du überhaupt getan in den letzten Monaten? Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe Alex' Frage gar nicht jetzt als Vorwurf oder ähnliches Nee, verstanden, ich im habe gesagt, was. Gegenteil, sondern wirklich als Frage, was es noch zu tun gibt. Und während ihr gerade ein bisschen geredet habt, habe ich nochmal darüber nachgedacht, über deine Frage, und habe mir überlegt, ja, was man tun kann, ist, glaube ich, wirklich nochmal dazu aufzurufen, was will denn jeder einzelne Teil der Branche überhaupt? Also worum geht es? Weil wenn es nur um Geld geht, dann glaube ich, also da vertraue ich wirklich vollstens der IHA und der DEHOGA. Alles andere muss auch entsprechend annonciert werden. Und da sind wir als HSMA, genauso wie jeder andere Verband innerhalb der Branche, gerne bereit, das zu bündeln und zu konsolidieren und entsprechend wiederum auch weiterzugeben an die Verbände, die in der Politik agieren. Vielleicht ist das nochmal ein Aufruf wert, also zu sagen, gerade an alle die auch vielleicht ein bisschen meckern, dass sie einfach sagen, okay, hört doch mal auf zu meckern und konzentriert euch jetzt nach vorne und sagt uns mal, was wollt ihr genau? Und dann können wir gucken, was wir daraus machen können. Was war denn so von den Mitgliedern, was du gehört hast, was dich am meisten gerührt hat, wo du sagst, okay, das war wirklich so eine Bemerkung,
die dir auch den Ansporn gegeben hat, noch weiter die Kraft zu haben, auch in dieser schwierigsten Zeit der Hotellerie, auch weiter, nicht nur weiterzumachen, sondern auch die Ideen und die Motivation zu bekommen? Also das, was mich wirklich, ein Satz, der mich sehr berührt hat, war, ich bin Gastgeber, aber ich habe keine Gäste mehr, weil ich finde, das trifft ziemlich genau. Damals war die Zeit, wo ich selber auch noch nur im Homeoffice war, im Lockdown, und gar nicht wusste, wie es in Hotels aussieht gerade. Also ich wusste, dass es leer ist, aber wer weiß oder wer wusste schon vorher, wie ein leeres Hotel wirklich ist. Ich selber bin dann auch nach Berlin gefahren, habe es dann erstmal mitbekommen zum ersten Mal, habe gesehen, wie ein leeres Hotel aussieht und war auch wirklich geschockt. Und damit hat sich dieser Satz eben so extrem bestätigt, dass man, genau, man kann einfach kein Gastgeber sein, ohne Gäste zu haben. Und der Großteil unserer Mitglieder sind eben auch wirklich Gastgeber. Also wir haben ein paar Ketten, wir haben ein paar Hotelgruppen als größere Mitglieder, aber ein Großteil unserer Mitglieder sind eben einzelne Hotels, wo wirklich jeder Hoteldirektor, aber auch jeder Empfangsmitarbeiter, jeder Servicemitarbeiter, jeder im Housekeeping wirklich einfach Gastgeber sein möchte. Und das tut schon weh, wenn da die Gäste fehlen. Und deswegen haben wir uns als Fachverband eben auch relativ schnell dazu entschieden, diesen Wissensaustausch wieder heranzuführen. Ne? Damals ging es, also Sef, du erinnerst dich, in den ersten Barcamps, die wir gemacht haben, online, da ging es darum, okay, woher bekommt ihr eure Plexiglaswände? Wie macht ihr das? Welche Reinigungsmittel benutzt ihr? Also wirklich totale Basics, würde man eigentlich sagen. Aber das war genau das, was die Hotels brauchten, weil sie einfach nur daran gedacht haben, okay, sobald wir wieder dürfen, wollen wir wieder aufmachen und wir geben dafür alles. Und lass uns jetzt mal ganz schnell klären, wie wir das am schnellsten hinbekommen und wie wir das auch entsprechend annoncieren. Und das hat mir schon einen sehr starken Aufwand gegeben, diese Motivation, die da auch zu spüren war, um wieder Gäste zu bekommen. Ja, der Spruch ist gut, ich bin Gastgeber ohne Gäste. Also den sollten wir uns mal vielleicht nochmal, okay. Mhm. Es gab ja verschiedene Veranstaltungen schon. Ihr habt ja auch eine Hybridveranstaltung im September gemacht. Kannst du mal ein kurzes Recap geben, wie das funktioniert hat? Weil ich glaube, einige Zuschauer, die haben das vielleicht bei denen im Hotel auch, dass es Hybridveranstaltungen gibt. Was bedeutet es denn genau? Vielleicht weiß der ein oder andere gar nicht, was es wirklich ist. Ja, genau. Das ist auch ein Thema. Also wir arbeiten in der HSMA in unterschiedlichen Fachbereichen und ein Fachbereich davon ist der Bereich Sales und MICE. Und in dem Fachbereich MICE beschäftigen wir uns gerade ganz stark mit dieser Frage, was sind überhaupt hybride Events? Denn die Hotels spüren wiederum gerade, dass sie viele Anfragen für hybride Events bekommen. Also da ist die Anfrage wirklich Anfrage für ein hybrides Event. Aber die Anfrage an sich ist, ich möchte gerne ein Zoom-Meeting stattfinden lassen. Und erstmal die Definition von Hybrid ist ja eben, dass es aus mehreren Teilen besteht, also aus mehreren unterschiedlichen, im Auto sind es Antriebsarten. In der Hotellerie oder in der Veranstaltungsbranche sind es eben unterschiedliche Übertragungsformate am Ende. Wir haben das mit dem HSMA E-Day so ein bisschen auch als Prestigeobjekt gesehen. Wir wollten der Branche zeigen, das geht, das ist umsetzbar und hatten 110 Leute vor Ort in Berlin und nochmal ungefähr 120 in einem Stream, in einem sehr, sehr professionellen Livestream. Das heißt, wir haben die Hauptbühne durchgängig für alle gestreamt und entsprechend so das Wissen auch für Leute bereitgestellt, die nicht reisen dürfen, nicht reisen können oder auch gar aus dem Ausland, die gar nicht einreisen durften nach Deutschland. Genau, nebenbei hatten wir dann uns noch überlegt, wir machen Public Viewings und haben eins davon in München stattfinden lassen, wo auch nochmal 25 Leute vor Ort waren, die sich auf Abstand getroffen haben, um dennoch ein bisschen zu netzwerken, also nicht alleine vor dem Bildschirm zu Hause zu sitzen oder im Büro, sondern eben so ein bisschen den Netzwerkcharakter zu haben, aber dennoch ein Teil der Veranstaltung zu sein. Und es hat sehr gut funktioniert. Das ist, also für mich war es doppelt herausfordernd, weil es für mich zum einen die erste große Veranstaltung für die HSMA war. Dann ist der E-Day ja sowas wie unser Signature-Event. Also ich wusste auch, das ist schon, da sind schon ein paar Augen drauf gerichtet. Aber ich habe mir relativ schnell gedacht, okay, wir müssen das jetzt richtig gut durchziehen. Und da haben wir alle an einem Strang gezogen im Team. Das war auch wirklich toll zu spüren. Und haben dann gedacht, okay, wir stellen das jetzt auf die Beine. Ja, und an dem Tag selber oder an dem Tag davor, am Aufbautag, Sef kann sich erinnern, dann rollten, ich weiß nicht, wie viele Cases auf einmal in diesen 1100 Quadratmeter Raum für 100 Personen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann wurde eine Technik aufgebaut, Wahnsinn, und am Ende stand es und es hat gut funktioniert. Ja, großartig. Glückwunsch. Ja, und tolle Speaker.
Also, müssen wir auch sagen. Also, es war, wir Ja. hatten Flieger gehabt, das müssen wir. Ja, eine hatten wir ja vor ein paar Wochen zu Gast sogar. Genau. Die Svenja. Genau. Sehr, Genau, die liebe Svenja. ganz tolle Person, genau, das stimmt. Ja. Die Svenja war unsere Rettung an diesem Event. Die Aha. ist ja erst in der Nacht eingesprungen. Ja, Ah, genau. okay, aber jemand ausgefallen. Ja. Genau, richtig. Ja. Willst du was? Ich habe immer Fragen, aber ich wollte einfach dir auch mal die Möglichkeit geben. Ja. Wenn du was Wo, Vernünftiges zu fragen hast, natürlich. nee, das ist bei mir immer das Problem. Wo siehst du denn, wie ist denn jetzt die Stimmung in der Branche von den Leuten, die du, von den Mitgliedern, mit denen du quasi täglich auch in Kontakt bist? Was ist denn da, was denkst du? Ist das jetzt eine schwarze Stimmung oder ist es eine Stimmung gerade jetzt erst recht? Was hörst du aus der Straße, aus den Häusern? Es ist natürlich gemischt. Man merkt relativ schnell, wenn man mit den Leuten telefoniert, wie viel Einblick sie wirklich in Zahlen und Hintergründe haben des jeweiligen Hotels oder der jeweiligen Hotelgruppe und inwieweit sie ihren Job machen. Also alle Leute, die ihren Job machen, sind nach wie vor unfassbar motiviert. Also da wird wirklich jede mini kleine Stellschraube gesucht und gedreht und getestet und getestet und gemacht und getan und geguckt, wie man das Geschäft wieder ankurbeln kann, wie man die Kosten möglichst effizient runtersetzen kann, etc. Aber ich sage mal, umso tiefer es in die Zahlen geht, desto mehr Traurigkeit spüre ich auch. Das meinte ich anfangs, wo ich gesagt habe, es geht eben, es ist eine Berg- und Talfahrt. Ich habe jetzt gerade eben das Gefühl, dass schon viele sehr traurig über die Situation sind, auch ängstlich sicherlich über ihren Arbeitsplatz, über ihre Existenz, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Allerdings gibt es niemanden, mit dem ich bisher gesprochen habe, der die Flinte ins Korn wirft. Und das finde ich ist ein sehr gutes Zeichen. Was gibt es denn für Sachen, die im Moment anders gemacht werden? Wenn man nur das Thema Sales und Mais, ne? Das war ja der E-Day, da ging es auch vor allem darum, gibt es da Best Practices? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das hatte wirklich bei vielen oder bei mehreren richtig gut funktioniert? Das ist schwer, das komplett über alle unsere Mitglieder, über alle unsere Expertenkreismitglieder auch überzustülpen. Ein Großteil hat gut funktioniert im Sinne von Meetings, muss ich sagen. Also wo am Anfang ja nichts passiert ist im Meetingbereich, hat man relativ schnell gemerkt, dass die Hotels wieder Anfragen zumindest bekommen, dass die Unternehmen bereit sind zu tagen. Und die Hotels haben sich extrem schnell und gut darauf eingestellt, eben auch zu sagen, okay, ja, dann ist es eben so, dann ist der 1100 Quadratmeter Raum, wo ich normalerweise meine 700 Leute drin habe, jetzt nur für 150. Also eine große Bereitschaft zu geben, aber eben auch eine große Bereitschaft von den Unternehmen zu geben. Und auch mit Unternehmen, mit denen ich öfter spreche, die sagen auch alle, ja, natürlich, dass ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr kostet, ist in Ordnung. Das können wir verstehen. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Best Practices. Ich habe jetzt gerade erst noch mit einem Hotelier gesprochen, der sagt, dass er endlich Platz hat für den, er nannte es, reichen Mittelstand. Und das fand ich ganz gut erklärt, denn es gibt sehr viele Firmen, wenn wir jetzt mal die großen Siemens, Telekom, Bayer etc. zur Seite nehmen, dann haben wir sehr, sehr viele Firmen, die eben nicht besonders starken Travel Restrictions oder Ähnlichem unterliegen, die also machen dürfen, was sie möchten, sage ich mal, sich durchaus an Regeln halten, aber eben sagen, okay, wir möchten unser Vertriebsmeeting und unsere Jahrestagung trotz alledem in einem Hotel durchführen, denn das ist uns wichtig. Wir sehen nach wie vor den Sinn in diesem Live-Event oder dann auch teilweise eben hybridem Event. Und das lassen sie stattfinden und da ist durchaus auch viel Geld. Also nehmen wir mal Player aus der Logistikbranche oder ähnliches. Da ist das Geld vorhanden, die sind bereit, auch das Geld auszugeben. Das Ganze spielt sich allerdings nicht wie gewohnt in den großen Städten ab, so wie ich das momentan mitbekomme, sondern es sind eben eher die B- oder C-Destinationen, die davon profitieren. Das heißt, ich habe ein Landhotel, ich habe jetzt kein Beispielstadt, ja, aber ein Landhotel irgendwo in der Nähe von Oldenburg, Recklinghausen. sage ich mal. Recklinghausen, gerne. Und die haben schon immer sich recht große Veranstaltungskapazitäten gehabt, was natürlich gerade ein großer Pluspunkt ist. Und jetzt geht eben die Firma XY eben nicht in das große Stadthotel in
Düsseldorf, sondern die sagen, ja, ich bleibe ein bisschen näher an meiner Firma. Und auf der anderen Seite kann ich trotzdem alles machen, weil die Kapazitäten reichen durchaus aus. Und sie schätzen nach wie vor den Service eines Hotels. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Service-Gedanke bestehen bleibt. Denn selbst wenn die Hotels, und das ist ja auch eine große Angst, die Hotels schon immer haben, selbst wenn die Firmen eigene Meetingräume haben, hat trotzdem keiner Lust, das Ganze auch zu bewirten oder auch keine Zeit oder auch keine Kapazitäten. Und da liegt ja nach wie vor als Hotel der absolute Vorteil, dass wir das leisten Oder sich können. Das ist auch Gedanken richtig über das gut. Hygienekonzept zu machen, ne, wenn die selber Absolut. das Meeting machen müssen, ne, weil das einfach deren Ja, richtig. Spezialität nicht ist. Ja. Ja, und wir als Hoteliers, ne, Hygienekonzepte kannten wir schon vor Corona und jetzt haben wir es einfach noch ein bisschen weiter zugespitzt und sind wir da halt noch ein bisschen stärker drin geworden. Ne, also ich denke, dass das auch eine Chance ist in der jetzigen Zeit, dass die Leute ja, das nicht in ihren eigenen Meetingräumen machen, weil einfach diese Konzepte vielleicht fehlen. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist, ich glaube, das ist etwas, was übrigens auch überall angekommen ist in den letzten Wochen. Da haben wir auch wirklich alle Hoteliers, die ich kenne, haben da ja auch wirklich die Trommeln getrommelt, dass wir Hotels sicher sind. Ja, ich glaube, also das ist auch in meinem Freundeskreis mittlerweile, da sagt jeder, ja, stimmt, im Hotel fühle ich mich gut und sicher. Und dann denke ich mir, jo, Mission complete. Das stimmt allerdings. Wir haben jetzt auch also etliche Differenzen mit den OTAs. Die HSMA positioniert sich ja auch jetzt mit dem letzten, was du diese Woche veröffentlicht hast. Wie siehst du die Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, dem Verband? Und das ist jetzt wirklich, wir reden jetzt nicht über Politik, wir reden jetzt über OTAs. Das ist ja wirklich das, was zur HSMA gehört. Wie siehst du da die interne Kommunikation der HSMA gegenüber Problematiken Black Friday oder White Friday oder whatever, RFPs etc. Und wie reagieren die OTAs denn darauf? Also vorab genommen möchte ich sagen, dass ich glaube, dass die OTAs auch gerade extreme Angst haben, also Existenzangst in gewisser Form. Natürlich ist es nicht so dramatisch wie in der Hotellerie, aber auch denen sind etliche Marktanteile weggebrochen. Auch mal ein kleiner Schwank aus unserem Revenue-Expertenkreis, wo durchweg jeder Einzelne gesagt hat, dass sein Share an Direktbuchungen extrem angestiegen ist. Was sicherlich daran liegt, dass natürlich auch große Gruppen wegfallen, die gegebenenfalls früher Übermittler gekommen sind. Aber vor allem sicherlich auch daran, dass die Bucher und die Gäste eben lernen, dass die Hotels den besten Content haben. Haben wir jahrelang für gekämpft, haben wir jetzt irgendwie durch die Krise durchsetzen können. Das finde ich sehr, sehr gut. So, das hat aber nun mal zur Folge, dass der OTA, der früher eine Menge Geld mit den Hotels verdient hat, nun auch weniger Geld verdient. Also wir haben es mitbekommen durch die Entlassung bei Booking.com. Das ist nur eine Sache. Und es tut mir auch wirklich leid, denn viele dieser Mitarbeiter der OTAs sind ehemalige Hoteliers und ehemalige Hotelmitarbeiter. Das muss ich schon vorweg sagen. Gerade zu Anfang der Krise haben sie sich natürlich nicht besonders fair verhalten. Da haben wir damals schon gegen angeredet und suchen auch nach wie vor nahezu wöchentlich den Kontakt zu allen, vor allem großen OTAs. Aber man kann auch nicht alle über eine Bank oder über alle einen Kamm scheren. Denn es gibt durchaus auch kleinere deutsche OTAs, die sich als solche bezeichnen, die auch nach wie vor den Hotels einen Mehrwert bringen, die zwar eine Kommission auch verlangen, wie andere auch, oder eine Provision, die aber durchaus auch einen Mehrwert bringen. Also gerade im Packaging-Bereich, da gibt es auch wirklich gute Player und faire Player. Und ich glaube, darum geht es. Es geht um Fair Play. Wir seitens der HSMA bieten immer wieder an, mit uns zu sprechen, auch bevor irgendwelche neuen Programme gelauncht werden oder Modelle gelauncht werden, etc. Leider wird das nicht so sehr angenommen, wie wir uns das wünschen. Daran arbeiten wir weiter. Und deswegen müssen wir da auch weiterhin laut sein und in den Dialog gehen. Das ist immer wieder auch unser Wunsch, den Dialog herzustellen. Ja, ich glaube auch, ne, dass der Eigenanteil der Reservierung, also die Direktbuchungen, gestiegen ist. Wir merken es bei uns im Site genauso. Die wollen gerne telefonieren, die wollen noch mehr Sicherheit haben, die haben Fragen. Hey, wie sieht es denn aus? Was passiert denn um das Hotel drumherum? Was passiert in der Stadt und so weiter? Ne, also die wollen wirklich eine Vertrauensperson sprechen. Und das ist der Mitarbeiter, der vor Ort ist, der genau weiß, wie es ist. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Du nanntest gerade, dass es OTAs in Deutschland gibt, die recht fair playen, spielen.
Welche sind das? Ist das ein HRS oder sind das ein paar andere? Unfaire Frage. Finde ich auch. Das ist jetzt, jetzt muss ich ganz kurz darüber nachdenken, ob ich das sage. Also HRS meine ich jetzt speziell damit nicht, nicht So. ausdrücklich. Okay. Also mit HRS haben wir gerade unsere Herausforderungen, wobei wir auch von unserer Seite da immer recht fair agieren und einfach nur klarstellen, was passiert seitens des OTAs und die Hoteliers wiederum darüber aufklären, weil das ist unsere Mission, das ist das, wofür wir da sind, ja. Wir wollen einfach nur erreichen, dass die Hotels wissen, worauf sie sich einlassen. Und viel mehr können wir tatsächlich seitens des Verbandes auch nicht tun. Weil am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Das ist Absolut. ganz wichtig. Absolut. Wie sehen denn die nächsten Alex, darf Wochen? ich eine Ach, Frage sorry. Ja, zurückstellen klar. an dich? Weil das interessiert mich sehr. Du sagtest gerade, dass viele Gäste eben telefonieren wollen. In dem Rahmen mit der Kurzarbeit, ist das abdeckbar? Ist das leistbar? Seid ihr voll gestafft in der Reservierung und am Empfang? Oder wie seid ihr da aufgestellt momentan? Also der Empfang ist gut, ist sehr gut gestafft. Da ist minimale Kurzarbeit, also wirklich, da geht es um hier und da einen Tag vielleicht mal in der Reservierung. Ja, ist noch eine gewisse Art von Kurzarbeit, aber es ist leistbar. Es fehlen natürlich andere Sachen, so wie die Gruppen, ne? Die Gruppen, die auch direkt bei uns normalerweise buchen, aber die fehlen halt jetzt. Also da fehlt, sage ich jetzt mal, dann die Arbeit, aber die wird dann kompensiert durch die Individualbuchungen oder Anfragen. Also es gibt viel mehr Anfragen in letzter Zeit als vorher. Und weil einfach die Leute sich informieren und vergleichen und dann einfach das Bauchgefühl, glaube ich, mehr sprechen lassen als nur die Rate, die angeboten wird. Absolut. Ja, Ja. interessant. Da ist auch wirklich die Kompetenz der Mitarbeiter und die Tiefe der Informationen, die der Mitarbeiter vor Ort hat, extrem wichtig. Ja, und da merken wir, dass das funktioniert eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Aber es gibt die unterschiedlichsten Fragen, die kommen. Was passiert, wenn ich von Risikogebiet A nach Risikogebiet B reise? Darf ich das einfach? Oder wenn Hamburg mal, ist es jetzt zum Glück nicht Risikogebiet, ist, darf ein Hamburger dann in Hamburg übernachten? Es gibt halt wirklich die unterschiedlichsten Fragen und ja, dann machen wir uns meistens schlau, wenn wir es nicht direkt wissen. Aber das ist hier und da eine Herausforderung natürlich. Aber da muss man auch auf der anderen Seite konsequent sein, weil es halt geht um die Gesundheit aller Mitarbeiter, aller Gäste, aller Partner, Lieferanten und so weiter. Absolut. Einer, wir haben ja bei der HSMA sehr viele also sehr viele ist übertrieben. Wir haben Fachvorstände, auch ganz tolle Leute, die in jeglichen Bereich ist. Wie kommunizieren die? Also ich weiß es, aber sag ich mal für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht wissen, wie kommunizieren die denn, sag ich mal, mit dir, außer Telefon und Zoom, aber ihr habt ja Themen, die ihr anspricht. Wie funktioniert das? Wer bringt die Themen nach vorne und wie funktioniert es dann nach hinten zu den Mitgliedern? Bekommen die Informationen von den Mitgliedern? Wie läuft das? Also wir haben ja nur für alle zu wissen, wir haben einmal die Woche einen Call, einmal die Woche oder alle 2 Wochen. Ich bin jetzt, wir haben regelmäßig einen Regelmäßig. Call. Wie auch gestern. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie wir sprechen die Themen und wie wir nach vorne gehen. Aber mal zur Frage, wie funktioniert die Kommunikation von unten zu denen und dann zu dir auch? Ja, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Fachbereich, muss ich sagen. In der Regel ist es so, dass wir in unseren Expertenkreisen, also jeder Fachbereich hat jeweils einen Expertenkreis, auch mit einem Expertenkreisvorsitzenden und der jeweilige Fachvorstand und der Expertenkreisvorsitzende, die leiten eben das entsprechende Meeting und suchen sich ihren Expertenkreis zusammen. Der besteht immer so aus 10 bis 20 Hoteliers, je nach Fachbereich auch, und die treffen sich unterschiedlich, aber auch in regelmäßigen Abständen. Also manche treffen sich tatsächlich so alle 3, 4 Wochen, manche gehen auf einen 6-Wochen-Rhythmus, manche auf einen Quartalsrhythmus. Jetzt gerade ist der Rhythmus relativ eng geworden. Das heißt, die Gremien tauschen sich untereinander sehr viel aus. Und nun gibt es zum einen Themen, die innerhalb dieser Gremien entstehen, sodass, also ne, wir machen immer eine offene Fragerunde am Anfang oder sagen, okay, was sind eure Themen, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt?
Das geht von, also im E-Commerce über Cookies auf Websites oder ähnliche Dinge, bis hin zu HR, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, der Resilienz etc. Genau, und dann gibt es noch die Variante, und das ist mein Teil in dem Konstrukt, dass ich eben mit Mitgliedern relativ viel spreche oder auch sehr viele E-Mails oder Nachrichten von Mitgliedern bekomme, die einfach eine Herausforderung haben. Und dann schätze ich für meinen Teil ein, okay, wie gehen wir damit jetzt um? Ist das etwas, was man im One-to-One klären kann? Ist es vielleicht etwas, wo ich direkt oder wir auch im Vorstand direkt unterstützen können? Oder ist es ein Thema, was größer ist, was wir auch in die Fachvorstände geben oder dann wieder in die Fachbereiche, in die Expertenkreise geben? Dann wird das entsprechend da diskutiert. Und dann gibt es diese Antwort entweder, wenn die speziell ist, für den einen Hotelier oder auch dann eben in Form eines Spotlights, wie wir oft kommunizieren, oder in Form von Vorlagen, wie jetzt gerade im hybriden Bereich der Meetings passiert, dass wir einfach darauf reagieren und dann entsprechend Dinge veröffentlichen. Also mal sind es einfache PDF-Dokumente, mal sind es komplette Statements. Wir haben jetzt gerade im Revenue Management Circle einen RMS-Leitfaden erstellt. Über mehrere Wochen ging das, tatsächlich über mehrere Monate, der den Hoteliers so ein bisschen eine Anlehnung geben soll, falls sie sich für ein RMS entscheiden, also ein Revenue Management System. Mit welchen Anhaltspunkten sie da rangehen, haben so ein bisschen die Chancen und Schwierigkeiten der einzelnen RMS dargestellt. Ja, also das sind wirklich ganz unterschiedliche Arten. Aber im Grundsatz versuchen wir immer zu clustern. Ist es jetzt ein Thema, was die ganze Branche betrifft, oder ist es ein Thema, was nur einen Einzelnen betrifft? Und das entsprechende kommunizieren wir dann über unsere Kanäle, auch über unseren Newsletter, über unsere Website und so weiter. Okay. Habt ihr denn in den letzten Monaten eher Wachstum der Mitglieder gesehen oder gab es doch vielleicht das eine oder andere Mitglied, der sagt, ah, ich kann es mir doch vielleicht nicht leisten, Mitglied zu sein bei der HSMA? Es hält sich tatsächlich die Waage. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich parat zu den letzten Jahren. Ich weiß, dass es immer wieder Austritte auch gab, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt ein paar Austritte in diesem Jahr oder ein paar Kündigungen, die aufgrund von Corona ganz klar auch annonciert wurden. Das heißt, ich habe gesagt, ich kann es einfach nicht bezahlen. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch, ich würde jetzt glaube ich lügen, aber um die 30 neue Mitglieder bis jetzt in diesem Jahr schon dazu bekommen. Was sicherlich auch daran liegt, dass bei uns im Vergleich zu vielen anderen Verbänden unsere Mitgliedsbeiträge doch sehr human sind. Also das sind einfach im Vergleich wirklich dann Peanuts, die gar nicht so auffallen, und wo man dann auf der anderen Seite doch den Verband, als Fachverband eben im Hintergrund hat, was dem einen oder anderen doch ganz gut tut. Ja, und ich glaube auch den Content, den ihr liefert von der HSMA, das sind wirklich Sachen, die kann man gleich mit nutzen und umsetzen. Das sind wirklich Inhalte, die nützlich sind für den aktuellen Betrieb, ne, und in der aktuellen Situation. Ne? Wenn wir von DEHOGA und IHA sprechen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Bei euch ist wirklich alles ist ein bisschen hands-on Genau. und ja, aktuell. Ja. Es ist auch sehr, sehr detailreich tatsächlich, ne? Also ich bin immer wieder begeistert davon, wie sehr unsere Mitglieder ins Detail gehen, wenn sie eine Herausforderung haben, aber auf der anderen Seite auch die Lösung erarbeiten. Und da kommen wirklich ganz tolle Dinge bei raus. Und da wird selten irgendwie ein Parameter vergessen. Also das ist wirklich unfassbar, wie viel Wissen da in der Branche hängt. Wirklich toll. Und ich finde auch, also in der Zeit, wo ich jetzt, also gerade in diesem Jahr, wir müssen sagen, Alex hat kein Corona, ja? Und Nein, ich habe heute einen Test gemacht und heute auch negativ bekommen. ich will es nur mal betonen, nicht, dass er uns hier durch den Bildschirm rüberspuckt. Es ist, ich glaube, dass die Stimmung für den Verband, das hatte ich auch so nicht eingeschätzt, wirklich gut ist. Unter den Mitgliedern, mit dir, auch mit den Fachvorständen. Da ist eine sehr, sehr gute Kommunikation. Die freuen sich, haben sich auch alle sehr über die Barcamps gefreut, dass sie reden konnten, auch über Desinfektionsmittel oder sowas. Und wir haben auch gesehen, und das kannst du mal sagen, wie war denn dein Eindruck mit den ersten zwei, drei Barcamps, die wir gemacht haben? Die waren ja, fand ich, phänomenal von der, also es war ein super Gefühl, dass die alle so, die wollten reden, die wollten mitmachen. Wir haben den E-Day gemacht. Jetzt kommt der Hotelcamp, der auch wieder hybrid, der auch wieder digital ist. Wie war so dein wirklich dein inneres Gefühl über die ersten zwei, drei Barcamps, die wir gemacht haben? Weil die waren ja wirklich auch sehr stark von den Mitgliedern. Da waren ja viele Leute dabei. Ja, absolut. Also es war mein Gefühl,
war so, ich habe immer nur gedacht, wow, Wahnsinn, wie viel Motivation da steckt, wie viele Fragen, wie viel Offenheit. Ne? Also es ist auch nicht einfach für einen Hotelier, glaube, oder für einen einzelnen Menschen zu sagen, oh, ich habe da gerade wirklich ein richtiges Problem, ich weiß da einfach nicht weiter. Und manchmal ist es für den anderen das kleine Einmaleins. Und dann ist es schon so ein Hosen herablassen, zu sagen, ich brauche da jetzt wirklich Unterstützung und Hilfe. Das fand ich toll, was da passiert ist, und das bleibt auch nach wie vor. Und man darf ja nicht vergessen, es ist eine Win-Win-Situation, weil unsere Arbeit richtet sich ja genau nach diesen Themen. Also auf solchen Veranstaltungen, in solchen Talks und Barcamps, da merken wir ja erst wirklich, was sind die Herausforderungen im fachlichen Bereich und wo müssen wir ansetzen, wie können wir unterstützen. Und das hilft uns ja auch ungemein, um unsere tägliche Arbeit entsprechend darauf auszurichten und unseren Content auch. Und jetzt in den nächsten Wochen, wie sehen die nächsten Wochen bei der HSMA aus? Ne, wie Sef gerade schon sagte, gibt es ein Camp, aber gibt es dann auch noch eine Mitgliederversammlung? Wie geht denn sowas dann? Eine Mitgliederversammlung auf Zoom mit, ich sag mal, hunderten Leuten, die so ihren Senf reingeben wollen, oder geht das schon ein bisschen gesitteter? Also unsere Mitgliederversammlung fand ich auch in der Vergangenheit immer relativ gesittet, auch wenn sich die Menschen getroffen haben. Also es gibt so den einen oder anderen, der mehr zu fragen hat oder der auch mal wichtige Impulse reinwirft. Aber es ist jetzt nie, solange ich es mitbekommen habe, nie eine hitzige Diskussion oder so gewesen. Es ist immer ein ganz cooler Austausch auch. Ja, wie das über Zoom, wir werden das über Zoom machen. Laufen wird, das wissen wir selber noch nicht ganz genau. Es ist ja für uns auch das erste Mal. Wichtig sind für uns die technischen Herausforderungen, dass wir eben auch die Wahlen über die Bühne bringen, weil das ist die größte Herausforderung. Und ansonsten lassen wir das einfach mal auf uns zukommen und hoffen natürlich auch auf rege Beteiligung. Was wir merken, ist, dass sehr viele teilnehmen können. Mehr Menschen nehmen teil, als teilgenommen hätten, wenn wir es nicht online gemacht hätten, natürlich. Ne, der Access ist irgendwie einfacher. Das finde ich gut. Und ja, ansonsten gucken wir mal, wie das so wird. Wir lernen noch, würde ich sagen, in dem Bereich, aber wir fühlen uns ganz gut vorbereitet, oder, Sef? Ja, ich glaube schon. Das machst du wirklich wunderbar und es ist sehr schön. Ich habe mal, also nicht so schön, ist wirklich gut. Wir haben mal diese Thematik auch bei uns schon gehabt, dieses mentale Thema. Wir haben ja die Svenja beim E-Day gehabt. Wir haben, du weißt, dass das Thema für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir hatten Svenja bei uns gehabt. Wir hatten auch die Professorin bei uns hier, Alex. Und Ja, die Baller. ja, genau. Und wie findest du die Stimmung in den Häusern von den Leuten? Es ist ja jetzt, die ersten Hotels schließen, die ersten Hotels ändern das Personal oder verdünnen das Personal. Wie ist es denn so bei dir? Also einige machen es gut, einige machen es weniger gut, aber so generell jetzt, was hörst du denn so aus Oder der... die Marke am Gebäude wird geändert, so wie wir ja gerade herausgefunden Ja, haben. mit Corinth. Ja, wobei das ist ja nur, die haben ja sogar den alten Direktor wieder zurückgeholt. Das fand ich an sich auch eine sehr gute. Aber wie findest du das so? Oder was empfindest du, was du von den Hotels hörst? Ja, nun bin ich natürlich nicht an der Basis, ne? Wenn ich nicht gerade selber in einem Hotel bin, dann bekomme ich natürlich nicht mit, wie die einzelnen Mitarbeiter sich fühlen. Das, was ich höre, ist eben, wie ich auch vorhin schon sagte, dass da schon eine Unsicherheit herrscht, dass Leute Angst um ihren Job haben. Was ich allerdings merke, wenn ich in Hotels bin und ich bin eben sehr viel dann doch also auch beruflich unterwegs, dann strahlen mich Leute am Empfang an, trotz Maske oder trotz Scheibe dazwischen. Und das finde ich toll, weil man daran merkt, dass sie das einfach total gerne machen, was sie da machen. Und deswegen glaube ich, ist die Unsicherheit auch groß, weil ich glaube, jeder Hotelmitarbeiter in Deutschland würde einen anderen Job finden. Also wenn irgendjemand jemanden gebrauchen kann, dann sind es doch Hoteliers. Ja, so flexibel wie wir, wer ist das schon? Aber sie wollen ja gerne in der Hotellerie bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich eben mitbekommen, auch eine Hotelschließung eines Betriebes, wo ich eben sehr, sehr nah und sehr, sehr eng auch mitgearbeitet habe in der Vergangenheit, die letzten 8 Jahre. Und das ist schon, was sich da für Szenarien abspielen. Also wirklich weinende Menschen, die das Hotel abschließen. Das ist krass. Und das Traurige eben an der Stelle ist, jetzt bei diesem Hotel speziell, davon gehen viele Mitarbeiter eben auch raus aus der Hotellerie, weil sie sagen, okay, wir sehen da keine Perspektive.
Und da geht es natürlich nur darum, dass sie sich selber nicht, also sie wollen ihre Chancen natürlich erweitern, weiterzuarbeiten. Die wollen nicht aus der Hotellerie zwingend raus, sondern sie sehen gerade einfach keine Chance, jetzt von einem Hotel ins andere zu gehen, dann der neue Mitarbeiter zu sein, der vielleicht wieder als erstes gehen muss. Das sind alles schreckliche Situationen und das tut mir im Herzen unheimlich weh, was die Leute da durchmachen. Und ich kann nur hoffen, dass jede, also gerade auch wenn es um Übernahmen geht, dass die Leute da oder die neuen, das neue Management die Mitarbeiter übernimmt, die das Haus kennen, die da einen gewissen Spirit reingebracht haben, die da einen Geist reingebracht haben. Und ja, das hoffe ich und das wünsche ich mir für alle Mitarbeiter in der Hotellerie. Weil es gibt leider wirklich viele, die die Industrie auch verlassen, weil sie das quasi Leider ja. auch nicht die Zukunft sehen. Wenn jetzt in Berlin gibt es eine Gruppe, die hat 5 Hotels abgegeben, dann gibt es noch andere Hotels, die geschlossen haben. Es gibt Hotels, die eine Umwandlung machen, wo die Leute das vielleicht nicht so mitmachen wollen, whatever. Das ist ja jetzt nicht auf einer Stadt oder nicht auf einem Hotel persönlich, aber das siehst du ja querbeet. Was das Hotel, das Crowne Plaza in Heidelberg, hat ja auch komplett geschlossen, solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke. Wir haben ja, und das ist auch, wo wir auch mit der DHA zusammenarbeiten, dass wir da die, auch die, und ich glaube, das ist wichtig, die Leute auch greifen, ne? Also auch nicht im Stich lassen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Was sind so die Pläne, die du für dich jetzt hast, für die HSMA, für die nächsten 12 Monate? Ah, jetzt habe ich es. Aber es ist kein Jahresgespräch, ne, Anna? Es ist kein Jahresgespräch. Nur eine generelle Frage. Ist auch unfair jetzt. Ja, das ist tatsächlich insofern etwas unfair, weil ich gerade im Moment noch froh bin, von jetzt bis in die nächsten 3 Monate zu schauen. Also gerade, ne, ihr wisst es, die HSMA veranstaltet in der Regel sehr, sehr viele Events. Das ist unser Hauptstandbein. Und wir wollen natürlich das weitermachen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, denn das hat sehr gut funktioniert. Und da, das ist tatsächlich insofern etwas unfair für mich gerade selber. Hört ihr das auch? Nee, ich habe sehr da drum gespielt. Okay, kein Problem. Genau. Also wir versuchen natürlich so weiterzumachen, wie wir in der Vergangenheit gehandelt haben. Das sind Live-Events, das sind aber auch Online-Events, das sind auch hybride Events. Wir haben jetzt gerade im letzten Vorstandscall besprochen, dass wir jetzt mit der Jahresplanung für 2021 erstmal so weitermachen wie zuvor. Das heißt, wir planen all unsere Events, wie wir sie auch vorgesehen haben. Das ist für uns aus zweierlei Hinsicht wichtig, denn das eine ist, wie schon so oft jetzt gesagt, das Vermitteln des Wissens, was in solchen Events eben vermittelt wird, aber auf der anderen Seite auch, um der Branche immer wieder zu zeigen, wir müssen weitermachen und es funktioniert und wir sind sehr flexibel mittlerweile, sehr spontan. Also das Hotelcamp, was eben jetzt in mittlerweile 3 Wochen, 4 Wochen stattfindet, das haben wir letzte Woche umgeplant von einer Live-Veranstaltung in ein reines Online-Event. Und ich glaube, das lernen wir gerade alle. Diese Spontanität, Dinge umzuplanen, umzuswitchen. Wir werden alle sehr viel mehr vertraut mit der Technik, die dazugehört, aber auch mit der Technik, die dazugehört, um Dinge zu kommunizieren. Das finde ich auch sehr wichtig, denn das Absagen eines Events ist auch gar nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist mit einer E-Mail meistens nicht getan. Ja, und so planen wir jetzt, wie gesagt, erstmal 2021. Das heißt, das kommende Jahr wird hoffentlich ein bisschen Normalität bringen, was sicherlich davon abhängig ist, wie sich dieses Virus entwickelt und der Umgang mit dem Virus. Aber wir bleiben dabei, unsere Fachbereiche vermitteln ihr Wissen in die Branche. Und das machen wir ganz gut und das finde ich, müssen wir weitermachen. Entschuldigung, Frage, war nicht böse gemeint. Na, alles in Ihr könnt euch nachher noch mal kontaktieren und dann kannst du es wieder gut machen. Ordnung. Alles in Und unsere Ordnung. letzten Fragen, und das ist auch eine unserer Fragen, die wir wirklich jede Woche irgendwie mit auf die Tapete bringen, und das ist unsere Corona-Revolution, aber wirklich im Positiven. Ist diese Technik oder das Umgehen mit der Technik deine Corona-Revolution, was du mit aus dieser Zeit mitnimmst? Sef kann es auch gebrauchen, ein bisschen Technik, aber vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was beibringen, oder sind es andere Sachen? Darüber muss ich auch mal 3 Sekunden nachdenken, aber das ist auf jeden Fall ist das ein Punkt. Ich glaube, das geht mir im Privaten so wie auch im Beruflichen. Also ganz am Anfang, wenn ich mit meinen Freunden ein Zoom-Meeting gemacht habe, hat das sehr lange gedauert, bis man jeden gehört und verstanden und auch gesehen hat mit dem richtigen Licht und
mit dem wenig Gegenlicht und so weiter. Das ist jetzt quasi obsolet, also das funktioniert hervorragend. Für die Hotellerie gesprochen, glaube ich, ist diese Flexibilität generell das, was wir lernen. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich in der Zukunft erwarte, dass jedes Hotel mit unfassbar benutzerfreundlichen, hätte ich fast gesagt, gastfreundlichen Stornierungsbedingungen umgeht. Aber dass man die Stornierungsbedingungen gegebenenfalls einfach an den jeweiligen Gast, an den jeweiligen Kunden und auch an die jeweilige Situation anpasst. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir, glaube ich, gerade extrem gut lernen, dass wir schnell sein können. Also nur weil in unseren AGB oder in unseren Vorlagen von Verträgen eine Zahl steht oder ein Satz steht, der ist so schnell auf einmal geändert. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt. Ja, ansonsten denke Also ich, dass flexibel und menschlich oder sein. mein Takeaway aus der Krise, ich wünsche, also genau, ja, da wollte ich gerade darauf hinaus, diese Menschlichkeit ist, glaube ich, etwas, was mein Takeaway für jetzt ist. Also ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass alle extrem gut zusammenarbeiten, zusammenhalten. Es gibt nicht viele Menschen, die total dagegen bollern, sage ich mal. Sondern alle sind irgendwie ein Team geworden und das ist toll. Allerdings sind wir, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja noch nicht ganz raus. Und ich hoffe, dass das Takeaway bleibt. Also ich hoffe, dass wir nicht in 2, 3, 4 Monaten nochmal hier sitzen und darüber sprechen und dann sieht die Welt auf einmal anders aus. Deswegen, das ist mein Wunsch einfach, dass das so bleibt. Ja, Das absolut. Menschliche. Also finde ich auch, also bevor jetzt der Holländer irgendwie seinen Abschluss macht, möchte auch, ich glaube, dass was wirklich wichtig ist, und das merken wir auch bei den Gästen, die wir bei uns haben, ist die Menschlichkeit. Ich meine, wer die Menschlichkeit in dieser Krise nicht behält, hat auch nichts gelernt und wird auch für die Zukunft nichts lernen und auch so weitermachen. Und ich denke, dass wir absolut verpflichtet sind, auch die Mitarbeiter mitzunehmen in dieser Krise und nicht abzugeben, meine ich jetzt nicht, das ist jetzt falsch, aber sagen, okay, das ist so, Krise, Krise ist nicht mein Problem, ihr kommt aus. Und ich glaube, es gibt so einen Spruch, ein bisschen auf so Deutsch-Hebräisch, nennt sich Menschheit. Ja, also Menschlichkeit nur ein bisschen eingeschrumpft. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen, diese Menschlichkeit zu zeigen. Und da gewinnen wir auch die Leute, dass die auch eventuell doch nicht die Branche verlassen. Und ich glaube, das erreichst du auch mit den Veranstaltungen, die du initiiert hast und die du auch durchführst. Das ist nicht ich, die es durchgeführt habe. Das hast du organisiert, das müssen wir auch so ganz ehrlich sagen. Das kriege ich ja auch mit. Und das ist, glaube ich, für die Branche ganz, ganz wichtig. Und als letzter Punkt ist, ich kann nur einen Aufruf machen am nächsten Mittwoch, weil du hast am Anfang gesprochen, lieber Alex, wir sollen mal uns erheben und auch laut werden. Und das ist eben am Mittwoch in Berlin möglich, um 12 Uhr, unterstützt auch die HSMA und der Hoga Bundesverband und der BTW und der RDA. Und HSMA ist eben dabei, ganz klar, Alarmstufe Rot, diese Demo. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Berliner definitiv kommen und wer sich wagt nach Berlin rein, so schlimm ist es vielleicht auch nicht, auch wirklich mal Flagge zu zeigen. Es werden hoffentlich viele Leute sein. Und das ist die Möglichkeit, Entschuldigung, Anna, dass ich jetzt mal eine Minute längere, das ist wirklich die Alles Möglichkeit, gut. auf die Straße zu gehen. Auch für unsere Branche, für die Veranstalter, für die Caterer, für die Events, Party-Service, was auch immer ist, und für die Busveranstalter, dass wir mal rausgehen und sagen, wir müssen jetzt da sein. Weil die immer meckern, keiner geht auf die Straße, sollen nach Mittwoch auch nicht meckern, wenn er nicht selbst dabei ist. Absolut. Sorry. Guter Punkt, auf jeden Fall. Und wir werden auch alle Informationen hier auf, ob es LinkedIn oder Facebook bei Generation Age posten, sodass alle Infos haben, um dann bei der Demo dabei zu sein. Ja, Anna, schon gerade angefangen, schon ist es wieder vorbei. Großartiger Talk heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz liebe Grüße nach Norderney, weil da bist du im Moment. Das sehen wir im Hintergrund leider nicht. Das Idyllische wollte es uns nicht zeigen, aber es war eine große Freude, dich heute im Talk dabei zu haben. Vielen Dank für deine Zeit. Und Anna, wir müssen kein Vielen Dank. Jahresgespräch mehr führen, haben wir heute gemacht, ne? Sind wir durch, oder? Sind wir durch, ja. Vielen Dank an euch beide. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Großartig.
Ja, gerade eben haben wir schon von Berlin gesprochen und nächste Woche begrüßen wir einen ganz, ganz herzlichen Hotelier, einen Hotelier in Herz und Nieren, der viele, viele Jahre hier an meiner Seite, hier an der Hamburger Messe im Radisson tätig war, das Zepter in der Hand hatte und jetzt seit, ich glaube, es ist schon 2 Jahre, ist er in Berlin. Oliver Stas, der Kölsche Jung, kommt zu uns in den Generation Age Talk, Sendung Nummer 31. Also nächste Woche schaltet ein, dann mit Oliver Stas und Sef und mir. Vielen Dank und bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss, Anna. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.